Entgegen vorheriger Ankündigungen setzt China seine umstrittenen Militärübungen vor Taiwan fort. Laut dem Militär sind unter anderem Anti-U-Boot-Einsätze geplant. Taiwans Außenministerium verurteilte die neuen Manöver. China schüre absichtlich Krisen und provoziere weiter. Wegen der massiven Einschränkungen im Schiffs- und Flugverkehr rund um Taiwan wächst die Sorge vor den wirtschaftlichen Auswirkungen, wie Anja Kohl berichtet. Ein neuer drohender Krieg, diesmal im Pazifik, könnte die ohnehin geschwächte Weltwirtschaft aus den Angeln heben. So wie die Ukraine wichtig ist für die Versorgung der Welt mit Weizen, Ölen und Autobordnetzen, ist Taiwan systemrelevant für Halbleiter. Das Land fertigt 77% aller Chips weltweit, darunter schnellste, modernste Prozessoren, ohne die deutsche Autos und Maschinen nicht laufen. Ein taiwanesischer Konzern, TSMC, erhält dabei alleine 55% aller Aufträge weltweit. In Taiwan werden zudem 58% aller Chips auf der Welt getestet und verpackt. Seit der Pandemie, die die Digitalisierung weiter vorangetrieben hat, sind Halbleiter knapp und hoch begehrt. Wäre Taiwan nicht mehr in der Lage, Halbleiter wie gewohnt zu produzieren und zu verschiffen, würde dies die weltweite Industrieproduktion ausbremsen. Weil der Rhein immer weniger Wasser führt, ist die Schifffahrt auf einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt zunehmend beeinträchtigt. Vor allem ausbleibender Regen lässt die Pegelstände sinken. Frachtschiffe können nur noch einen Bruchteil ihrer Kapazität nutzen. Besonders angespannt ist die Situation derzeit in Bingen sowie in Kaub bei Koblenz. Dort ist der Rhein nur noch 1,66 Meter tief. Der Anblick brennender Wälder. Er tut weh, auch weil Wälder nicht nur besonders stark vom Klimawandel bedroht sind, sondern zugleich selbst die besten Klimaschützer sind, weil jeder Hektar Wald jedes Jahr tonnenweise CO2 absorbiert. Und doch, dieser Wald ist in Gefahr und die geht diesmal nicht von einem Brand aus. Die Gemeinde will, dass hier stattdessen ein Gewerbegebiet entsteht. Gegen die geplante Rodung erhebt sich nun heftiger Widerstand. Andreas Herz war mittendrin im Landkreis Augsburg und berichtet über den Streit um den Währinger Auwald. Gleich trifft Peter Roth seinen Gegenspieler, den Bürgermeister von Währingen. Mit seinen Mitstreitern will Roth dem CSU-Politiker eine Petition übergeben. Mein größter Wunsch wäre, dass der Herr Nährlinger die Mappe aufschlägt und beeindruckt von der Zahl der Unterschriften sagt, da sind so viele Leute dagegen, es lohnt nicht, das Ganze weiter zu verfolgen. Es geht um diesen Auwald an der Grenze zwischen Währingen und Bobingen. Währingens Bürgermeister will ihn abholzen, rund 5 Hektar für ein Gewerbegebiet. Ein Unding, findet Peter Roth. Schließlich ist Wald ein wichtiger CO2-Speicher und weil die kühlende Wirkung verloren ginge, wenn sich Hitze über dann versiegelten Gewerbeflächen staut. Dann nimmt der Wind die warme Luft, die hier aufsteigt, mit und transportiert sie rein in die Siedlung. Man merkt es ja schon, wenn man allein hier die Straße langläuft, wo kein Baum ist, wie warm es einfach ist. Dann kommt Währingens Bürgermeister. Was ihm viele hoch anrechnen, er stellt sich der Debatte und macht klar, dass ihm Umweltschutz durchaus wichtig ist. Herr Roth, ja. Wir haben hohe Auflagen an die künftigen Gewerbetreibenden, was eben ressourcenschonende Bauweise anbelangt. Wir haben eine regenerative Energieversorgung, nicht nur für das Gewerbegebiet, sondern darüber hinaus für den gesamten Altbestand an der Waldstraße. Wir vergessen die Natur nicht. Auf den gelben und orangenen Flächen sollen neue Bäume gepflanzt werden. Und zwar mehr, als im Auwald gefällt würden. Doch selbst das macht es nicht besser, meint Peter Roth. Es ist keine Ausgleichsfläche. Ich müsste sozusagen wirklich Flächen entsiegeln, um einen Mehrwert für die Natur zu schaffen. Wann ist der Punkt erreicht, dass ein Landrat sich mit den Kommunen zusammensetzt und sagt, pass mal auf, Leute, der Flächenverbrauch, da müssen wir jetzt irgendwie mal dran gehen und versuchen, einen besseren Weg zu gehen. Das treibt auch Kreisrat Felix Senner um. Kommunen müssten endlich mehr zusammenarbeiten, Gewerbegebiete gemeinsam entwickeln. Möglichkeiten gäbe es. Ja, das ist so. Wir haben etwa 43 Hektar Freigewerbeflächen im Landkreis. Felix Senner fährt von Währingen in den Nachbarort Bobingen. Gewerbe- und Industriehallen rechts, Gewerbe- und Industriehallen links. Parkplätze. Es gibt keine Freiflächen mehr, sagt die Stadt Bobingen. Felix Senner widerspricht. Ja, also hier sieht man sehr gut, das ist alles in den letzten Jahrzehnten entstanden. Das ist alles flachdachig gebaut. Man sieht hier auch
Leerstand, den wir hier haben. Da auch da muss man sagen, dass Leerstand sehr wenig gemeldet wird, sodass man diese Flächen vielleicht schneller neu vergeben kann. Und da verstehe ich jetzt nicht, warum man immer wieder neue Gewerbeflächen ausweist, wenn es doch eigentlich immer wieder auch Leerstand gibt, den man vergeben könnte. Oder Gewerbe über mehrere Geschosse bauen, statt nur in die Breite. Man könnte also den Wald erhalten, glaubt Felix Senner. Wäre da nicht ein Problem? Die Gewerbesteuer. Denn wenn nun das Gewerbegebiet nicht im Währinger Auwald entsteht, sondern nur ein paar hundert Meter weiter in Bobingen, dann sieht Währingens Bürgermeister keinen Cent mehr von den Gewerbesteuereinnahmen. Muss auf Landesebene entschieden werden. Was? Wo müsste der Landtag muss entscheiden, wie eben die Gewerbesteuereinnahmen wie die künftig verteilt werden. Und solange das nicht geschieht, kann auch eine Petition seine Meinung nicht ändern. Die Mappe übergeben. Geben Sie meinen Geschäftsleiter in. Ja. Vielen Dank. Bitte schön. Kein Happy End für Peter Roth. Es wird nicht mehr umgeplant. Der Waldgrund gehört der Gemeinde Währingen und es gibt einen genehmigten Bebauungsplan. Die Bagger können kommen.